Hallo und herzlich willkommen zu Obscuritas Part, ist mir egal. Und nein, ihr guckt keinen alten Part, ich habe Tatsache wieder im Wald gestartet. Ist das richtig? Oder ich starte wieder im Wald? Was auch immer. Auf jeden Fall sind wir gerade aus der Mannequin-Faktur oder was auch immer das da war, ausgebrochen, haben eine Tür geöffnet und zack, sind wieder im Wald. Wie auch immer das funktioniert. Aber ist egal, immerhin hat dieser Wald Leuchten. Warum auch immer. Achso, er spürt in der Stadt. Nee. Oh Gott, wir sind immer noch in diesem scheiß Vergnügungspark. Ich dachte, wir wären jetzt mittlerweile mal weg. Was ist das? Achso. Ah. Endlich können wir wieder sterben. Was uns die Blutflecken genau an dieser Stelle verraten. Okay, los geht's. Ah, ich bin tot. Die Frau ist so langsam. Wer hätte es gedacht? Stöckelschuhe lassen einen nicht drin. Seltsam. Das ist ein bisschen nervig, dass ich jetzt schon wieder den ganzen Weg laufen muss, aber okay, machen wir das. Wir machen einfach mal einen auf Rotkäppchen und verlassen den Weg. In der Hoffnung, dass es vielleicht ein bisschen schneller geht. Oh, mal bin ich auf. Ich sehe das Riesenrad. Es ist nicht einfach nur ein Nichts hinter dem Hügel. Was mich gerade wirklich fragen lässt, ob das alles miteinander verbunden ist. Weil wenn ja, wäre das halt ein riesengroßes Areal, was eigentlich ziemlich cool ist an sich. Und das alles schon vorher lädt. So, wie machen wir das jetzt am besten? Der zermatscht uns, der nicht. Der zermatscht uns, der nicht. Super. Der zermatscht uns, der nicht. Der zermatscht uns und los geht's. Ja Mensch, Timing-Rätsel, voll mein Ding. Außer beim ersten Mal. Da achte ich nicht drauf. So, links oder rechts? Rechts sieht irgendwie so leer aus, also gehen wir rechts. Es befindet sich über dem Hügel eine... Ach, da hinten ist nicht. Oder? Ist das eine Grasfläche? Ich kann es nicht ganz erkennen. Auf jeden Fall, das ist da eine unsichtbare Wand. Da kommen wir also nicht durch, also gehen wir hier lang. Ach, unsere Taschenlampe. Ich liebe das Ding, ja. Checkpoint! Jetzt fängt es aber schon ganz schön an zu ruckeln gerade. Ich muss mal einen Moment, ich werde mal kurz gucken, wegen CPU. Seltsam. CPU sagt, es ist alles okay. Was soll ich genau? Ich glaube auch nicht, dass es an dem Aufnahmeprogramm liegt. Gerät. Vielleicht liegt es einfach gerade an der... Jetzt geht's eigentlich wieder. Hallo, du Hornhaut abraspelnde Frau. Ich habe wir schon... Oh Gott, ich höre einen Hund. Kein Hund! Ich mag keine Hunde. Ach nee, sind ja Bären, haben wir ja rausgefunden. Gut, dann mag ich ja keine kleinen Bären. Geh weg. Nein! Natürlich sind wir tot. Wie unerwartet. Aber es hängt gerade wirklich ziemlich, was mir ein bisschen auf den Kübel geht. Wir werden mal gucken, ob wir hier schnell durchkommen. Einfach querfeldein. Immer aufs Hecheln zu, ist eine gute Idee. Durchs Feld. Über Bänke. Oh. Geschafft. Schätze ich. Hoffe ich? Weiß ich nicht. Ach nö, nicht schon wieder Kristalle. Letztes Mal, als ich Kristalle benutzt habe, bin ich flambiert worden. Sind das schon die richtigen Koordinaten? Okay. Ja, muss ja. Hey, funktioniert. Ich kann hier nichts verstellen. Okay. Es gibt wohl eine Kleinigkeit, die wir übersehen haben. Was mich jetzt... Oh Gott. Was mich jetzt nicht wirklich wundert, weil ich bin ja einmal durchgerannt. Lass mich in Ruhe, Hund. Ich kann dich auch nicht sehen. Blöde... Blöde Töle. Geh zurück zu deinem Geisterhärchen. Lass mich in Ruhe. Kann ich mich eigentlich ducken? Ich hab's nie ausprobiert. Okay, ich versuche einfach nur in die Richtung zu gucken, die nicht laggen. Ich finde das... klingt nach einer ziemlich guten Idee. So, muss ich die Dinger hier alle anschmeißen? Kann das sein? Habt ihr einen roten, umrandeten Gegenstand an euch, den ich vielleicht benutzen kann?
Durch mein magisches Auge. Es scheint schon fast nicht so. Okay. Da frage ich mich überhaupt, was das hier ist. Ein kleiner Zen-Garten. Tür kriege ich auch nicht auf. Okay. Läuft ja alles komplett nach Plan. Okay, dann hier nochmal rein. Oder auch nicht, weil zu. Gut. War nie so gut. Ich hab kein Licht mehr. Ach, jetzt. Leck. Warum darf ich da nicht rein? Was ist denn da so besonders dran? Nein, lass mich Ruhe, Hund. Der hat gerade schon mal Streit und da hast du verloren, falls du dich erinnern möchtest. Ich komme einfach immer wieder, wenn irgendwas ist. Nicht immer wieder auf den Sack. Okay, ich erkenne hier aber auch nichts. Ich nicht. Warum ist das jetzt nur ein Hund? Nein. Ich habe ihn in die falsche Fährte gelockt. Das ist nicht richtig. Oh Gott, Mädchen! Du bist verfolgt. Kannst du dich mal ein bisschen anstrengen, bitte? Hier waren wir noch nicht drin. Hier ist aber auch nichts, was ich bestätigen kann. Das ist nicht toll. Das macht irgendwie keinen Sinn. Gut, ich mache euch einen Vorschlag. Es hängt ja eh gerade wie Sau. Von daher werde ich mich offscreen mal ein bisschen umgucken. Wenn ich was finde, schalte ich euch sofort wieder rein. Okay? Gut. Schön, dass wir uns einig sind. Bis gleich. Hallo zurück. Und ja, ich hoffe, ich habe zumindest etwas herausgefunden. Hallo und tschüss und... Hier in diesem Raum, wo ich vorher dachte, er wäre verschlossen, beziehungsweise wo zwei Türen zu sind, dachte ich, es geht nicht rein. Geht's aber, von der anderen Seite. Und hier sind zwei Räder. Zahnräder, um genau zu sein. Ja, was ich mit dem mache, ich habe keine Ahnung. Aber ich habe zumindest rausgefunden, beziehungsweise ich war zu blind, um zu sehen, dass diese Generatoren Schalterlies haben. Wo ist denn sein Schalterli? Hier, die Dinger hier. Und die kann ich benutzen. Ah. Ah. Das macht unglaublich viel Sinn. Und, nein. Diese Kacktöne. Ah, beziehungsweise sind es dann zwei, wie mir aufgefallen ist. Ah, na gut, immerhin weiß ich jetzt, was ich machen muss. Also. Es gibt vier Röhren in dem Ding. Also da, wo das Portal steht. Und offensichtlich gibt es nur drei Generatoren oder so. Ich habe keine Ahnung. Diese Generatoren muss ich anmachen, damit die Röhren anfangen zu leuchten. Und ich schätze mal, wenn sie leuchten, kann ich mich endlich wegteleportieren. Was super wäre, weil ich nämlich echt die Fresse voll habe von dieser Gegend. Aber dafür, ich bin tot. Oder? Und bleiben stehen. Diese Köter kommen genau dahin. Vorhin, als ich dich aufgenommen habe, sind sie immer straight auf der Straße geblieben. Jetzt muss der Köter natürlich denken, hey, komm, läufst du einfach mal an der Kackhauswand lang. Die gehen mir so auf den Sack. Das ist unglaublich. Man könnte sich mal irgendwie Gegner sein, wo du, keine Ahnung, in eine Fresse hauen kannst oder sowas. Oder irgendwie so. Sei halt mal mehr männlich. Ich meine, du fühlst dich ja eh schon geil. Die Alte geht mir nämlich genauso auf den Sack mit ihrem... So, Zahnrad, komm her. Rausrennen. Ich könnte auch einfach warten, aber ich will nicht. Mal hin. Der rennt jetzt nämlich rein, macht einmal einen Kreis, rennt dann wieder raus. Auf der Straße entlang, hoffe ich diesmal. Danke. So, das heißt, wir gehen jetzt da rein. So, so. Diese Maschine scheint eine der Röhren mit Strom zu versorgen. Interessant, du weißt noch nicht mal, dass Röhren existieren, weil du noch gar nicht in dem Raum warst. Klugscheißer. So, dann nehmen wir uns einfach das Ding hier noch. Und dann hoffen wir, dass wir gut durchkommen. Weil ich habe nämlich erkannt, dass es super läuft, wenn man nicht auf der Straße läuft. Das ist jetzt nicht weiter überraschend, aber... Nee.
So, hier ist nämlich der zweite, schrägstrich dritte Generator. Da schmeißen wir das Ding rein, machen ihn an. Dann leckt es erstmal kräftig. Und da müssen wir nachher hin. Das heißt, wir rennen jetzt dran vorbei. Heppala. Heppalüdel. Dann gehen wir da in den Raum rein. Schmeißen eben das Machinchen an. Das ist scheitern. So, und dann geht es hoffentlich straight up nach Hause. Weil es gibt eine Erklärung, warum wir hier sind. In dieser Erklärung darf sie euch nun gerne vorlesen. Das Portal scheint jetzt wieder zu funktionieren. Halt die Fresse, keine Zeit. Bleibt nur zu hoffen, dass die eingestellte Kombination auch die richtige ist. Bla bla bla. Ich habe es endlich geschafft, durch das Portal in die andere Welt zu gehen. Ich hatte also mit meinen Vermutungen immer recht. Diese Welt existiert. Allerdings scheint es sich hierbei um ein dunkles Abbild unserer Realität zu handeln. Es war sehr schwierig, hier das Portal zu finden und seine Funktion wiederherzustellen. Bleibt nur zu hoffen, dass die eingestellte Kombination stimmt und ich wirklich wieder in unserer Realität ankomme. So, das ist der Stand der Dinge. Wir sind also in einer Spiegelwelt. In einer bösen, bösen, spiegelhaften Welt. Einer dunklen, spiegelhaften, bösen Welt. Und wir hoffen, dass wir jetzt nach Hause kommen. Wobei ich mich in erster Linie frage, warum wir überhaupt hierher gekommen sind. Aber dieses Bild sagt mir, nein, wir kommen nicht nach Hause. Das wäre auch zu schön gewesen. Es sind aber auch noch ein paar Kapitel übrig. Also, gucken wir doch zumindest nochmal, wo wir landen. Wir landen zu Hause! In einer spiegelhaften, bösen Welt. Noch viel böser und spiegelhaftiger ist als die erste Welt, in der wir aus Versehen gelandet sind. Licht funktioniert halbwegs. Licht hier funktioniert auch nur halbwegs. Na gut, gucken wir uns noch mal kurz um. Machen Sie bitte noch die Tür auf. Nee, da ist ein Zettel. Den lesen wir uns natürlich. Ich lag mit all meinen Berechnungen richtig. Das Portal hat mich wieder zurückgebracht. Allerdings scheint der Übergang noch offen zu sein und somit konnte auch einiges andere mit in unsere Realität gelangen. Ich muss den Übergang schnellstmöglich wieder verschließen. Das klingt ja Spannungsspaß für alle Kinder und auf jeden Fall klingt es nach Hunden. Nee, Bären. Klink. So, wir sind jetzt also wieder zu Hause in unserer guten alten Gegend. Das Häuschen, was wir geerbt haben, wo wir auch wieder Licht anmachen können, wo es auch mal wieder Licht gibt, sagen wir es mal so. Und fucking viele Spinnenweben. Ich weiß, ich bin der Meinung, so lange war ich nicht weg. Liegt da ein Brett? Also. Ja gut, wir gucken noch in die Bude hier rein. Ist natürlich verschlossen, war klar. Gucken wir halt in die hier rein. So, und hier können wir erstmal das Licht an, falls geht. Geht natürlich nicht. War ja klar. Oh, ah, guck mal, ja, die Fische leben noch. Na, einen kleinen Schockeffekt. Ah, ey, cool. Alles klar. Aber was ist los? Dein Kopf bewegt er jetzt nicht mehr? Guckst du überhaupt hin? Zur Uhr? Zum Schrank. Ja, was rum. Geht hier das Licht an? Nee. Gut, wir machen jetzt hier zusammen eine kleine Teeparty im Dunkeln. Moment. So. Auf das eine großartige Freundschaft blühen mag. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao, ciao.